Okay, ich würde sagen, es reicht erstmal. Wenn wir nochmal drauf gehen sollten, werde ich mich natürlich sehr viel besser ausrüsten. Hier, wie versprochen, werden wir erstmal gratis pennen. So. Bla bla bla. Hier können wir wahrscheinlich gar nicht pennen, oder? Ne, das hätten wir vorher machen sollen. Kann ich hier irgendwas machen? Oder muss ich dafür hochgehen? Ja, die hier lässt uns doch pennen, oder? Okay, wir können ja schlafen. Dann sind wir alle ausgeruht. Aber ich bin immer noch am überlegen, ob ich mir nochmal dieses Schwert kaufe für Guy. Weil ich dann einfach eine Zornattacke habe für ihn. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so falsch. Wie viel Geld habe ich denn noch? 3000. Nee, wir müssen das jetzt erstmal ohne schaffen. So, hier unten speichern wir und dann gehen wir natürlich gleich weiter in den Turm. So, sichern. Ja. Und da sind wir schon 4 Leute. Ein Kapselmonster und 3 Krieger. Wir gehen natürlich gleich in diesen verdammten Turm und holen uns unsere... die Freundin von Guy. Guy wird natürlich jetzt auch aufgelevelt, der braucht natürlich auch noch ein paar Punkte. 1500, der ist noch etwas unterlevelt, aber das kriegen wir schon hin in diesem Turm. Okay, Südostturm. Okay, hier treffen wir natürlich auch wieder ganz neue Gegner. Ich wette, das wird jetzt auch ein bisschen schwieriger, weil wir sind jetzt ziemlich viele in der Truppe. Da werden bestimmt auch noch mal ein paar mehr Monster kommen. Okay, wir haben hier 3 Türen. Nee, nur 2. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Tür. Okay, hier ist natürlich gleich das erste Rätsel. Diese Tür wird verschlossen sein. Wir müssen hier irgendetwas machen. Okay. Ich muss wohl von hier hinten... Okay, dieser Bastard da, der versperrt mir wohl immer den Weg. Er versperrt mir immer den Weg. Ah, verdammt. Ich brauche von da unten einen Stein. Ich muss die wohl alle hier hinschieben. Ja, dann öffnet sich die Tür. Okay. Der will mich diesen Stein nicht verschieben lassen. Hm. So. Hm, hier ist ein Krug. Wofür brauche ich den Krug? Okay, wir müssen jetzt erstmal diese Gegner hier vertreiben. Okay, wir werden als erstes angegriffen. Das ist irgendwie komisch. Er hat uns wohl von hinten erwischt. Das ist komisch. Vergiftet. Okay. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Guy greift so einen Skorpion an. Tia. Ich würde sagen, das ist jetzt noch nicht hilfreich, genau jetzt ein Gegengift zu nutzen. Da uns die wahrscheinlich gleich wieder vergiften werden. Mal sehen, wie stark diese Skorpione sind. Okay. Giftnadel. Ja, Maxim wäre sofort wieder vergiftet gewesen. Also ich werde wohl immer bis zum Ende des Kampfes warten müssen mit diesem Gegengift, sonst bringt das einfach nichts, sonst verschwenden wir die einfach nur. Okay, ich würde sagen, unsere Taktik ist jetzt erstmal draufkloppen. Und zwar auf diese blöden Skorpione. Okay, er hat jetzt das Stachelschwein angegriffen. Das Stachelschwein macht nicht so viel Schaden, davor habe ich jetzt nicht die größte Angst. So, wir greifen natürlich den Skorpion an. Und Tia wird jetzt erstmal... Wasserfontäne. Ziemlich cool. Okay, wir setzen jetzt erstmal die Superkraft ein. Und ja, du greifst auch an. So, der müsste jetzt weg sein und der auch. Komm schon, Fumi. Yeah. Alles klar. Gegengift erhalten sogar. Fumi wird bald aufgelevelt. Das ist ziemlich gut. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit diesem Ding machen soll. Muss ich das hier hinlegen?
Ne, das brauche ich dann für hier, oder? Genau. Gut, das sind wieder Skorpione. Ich würde sagen, wir benutzen jetzt einfach mal das Gegengift. Wir haben sehr viel davon. Und ich glaube, wir stürzen uns jetzt einfach gleich wieder in den nächsten Kampf. Komm her. Denn diese Gegner geben sehr viel mehr EP. Haben wir genügend Zornpunkte? Oh, schade, noch nicht. Ich würde sagen, wir greifen die dann einfach mal an. So, du greifst das Stachelschwein an, würde ich sagen. Und du hilfst mir, den Skorpion zu besiegen. Frumi macht ja auch noch mit. Ja, 55. Ja, er hätte mal lieber den Links angreifen sollen. Das wäre besser gewesen, dann wäre der auch natürlich gleich weggegeben. Hat Giftnabel. Vergiftet. Okay, die gute Tia, die weiß sich ja selber zu helfen. Der Skorpion wird angegriffen von den beiden und du greifst mal das Stachelschwein an. Komm schon. Sehr gut. Fumi-Schlag sogar. Sehr gut, Fumi. Mann, der Fumi ist echt super nützlich. Ich mag den richtig. Das steigt er auch noch auf. Das ist ziemlich gut. Er steigt wohl schneller auf, als wir das tun. Natürlich gleich wieder ein Gegengift. Tasche. Hier hätte ich wohl mehr kaufen sollen, oder? Okay. Hier sind wir weiter oben. Okay, der sieht nicht sehr schwer aus. Eine schwarze Echse. Okay. Ich muss natürlich auch wieder aufpassen. Hier gibt es bestimmt wieder Geheimgänge und solche Sachen. Die will ich natürlich nicht verpassen. Die Bomben werde ich hier auch nochmal brauchen, habe ich so das Gefühl. Okay. Ob diese Gegner stark sind, der steht da auf etwas. Wir müssen alle besiegen, damit so ein Schalter aktiviert wird. Ich bin schon ganz gespannt, was es noch für Rätsel hier gibt. Ich wette, die werden nicht leicht sein. Ja, das ist so geil, dass wir jetzt 4 Leute in der Gruppe sind. Und wir können immer noch einen rekrutieren. Ein Langmesser. Ich bin schon ganz gespannt, wer das dann sein wird. Okay, du komm mal her. Hier wird es bestimmt auch wieder einen Endgegner geben, der sich richtig gewaschen hat. Fumi kann manchmal für uns abwehren, das ist ziemlich geil. Aber ich bin mir immer noch nicht im Klaren, ob Fumi eigentlich sterben kann. Haha. Wow, der hat sogar einen Spezialtreffer abgekriegt, aber er ist nicht runtergegangen. So, jetzt aber. Auf diese Goblins muss ich ziemlich gut aufpassen. Maxim ist hoch. Yes. Manni, wir werden hier richtig gelevelt. Okay. Lass mich raten. Nee, doch, der Schalter bleibt aktiviert. Von da sind wir gekommen. Hier gehen wir weiter. Okay, hier sind noch Skorpione. Okay. Das ist natürlich sehr schlecht, dass die gleich Stachel einsetzen. Aber keiner ist vergiftet, oder? Tia ist down. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Und wir haben immer noch keinen Beleber. Fuck. Okay. Aber Guy hat Zornpunkte. Muss ich mal... Ach, er hat die Eisbombe. Lederrüstung. Er hat sogar Superkraft. Dann würde ich sagen... Wir setzen mal den Donnerschlag ein. 45 Punkte. Ich glaube, das wirkt von Gegner zu Gegner unterschiedlich. Nein, du setzt keinen Stachel bei uns ein. Verdammt, hier. Wie belebe ich die jetzt wieder? Genau, wir müssen so einen Punkt finden. So einen Speicherpunkt. Wo denn solche Felder sind. Okay, Maxim ist vergiftet. Das macht aber nichts. Guy wird diesen Skorpion hier angreifen und wir greifen den hier an. Fumi hilft mir auch noch mit. Haha. Na klar, jetzt ist halt Guy noch nicht gelevelt. Jetzt ist es wahrscheinlich noch ein bisschen stärker. Ich werde wahrscheinlich noch trainieren müssen. Aber ich werde mir die Rätsel hier nochmal angucken. Ich werde hier noch einiges mitnehmen.
Aber wir müssten ganz schnell dieses Feld finden. Ist hier irgendetwas? Ich hoffe, hier ist so ein Aufladefeld. Okay, hier ist eine Art Balkon. Sehr krass. Habe ich auch noch nicht gesehen in dem Spiel. Okay, hier ist wieder so ein Feld. Da muss ich wohl irgendwas... Hier, das hier muss ich wohl aktivieren, oder? Ja, ich habe das richtige Feld genommen. Hier ist eine Echse. Aber ich sehe kein Feld, mit dem ich irgendwas aktivieren könnte. Hier ist eine Treppe. Und nochmal Skorpione. Da gehen wir jetzt einfach mal schnell weiter. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal straight hier durch. Okay, da ist so eine Art Skelett oder sowas. Es wäre echt super, wenn ich so ein Feld finden könnte, in dem ich mich heile. Okay. Ich muss jetzt einfach mal... Das geht gar nicht. Ich muss den Schalter aktivieren. Okay. Da gehen die komischen Dinger wieder weg. Okay, hier ist ein Balkon. Hier ist ein Rätsel. Da komme ich wahrscheinlich nicht weiter. Nö. Okay. Lass mich raten. Nee. Darunter war nichts. Ach, ich muss, glaube ich, die Säule da hinschieben. Nee. So, die können wir einfach rumschmeißen. So. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ich muss die da auflegen. Ich hoffe, dass wir danach so eine Heilstation finden. Sonst sieht es düster aus. Ohne Tia, ohne eine Heilerin in der Gruppe. Na komm. Jetzt ist es offen. Ja, verdammt. Ich finde hier einfach nicht so eine Heilstation. Okay, was war das denn? Habe ich mich gerade verletzt? Die arme Tia. Okay, wir kämpfen mal gegen so ein Skelett. Die erinnern mich auch ein bisschen an Chrono Trigger Charakter. Gegner, die dabei waren. Besonders aus diesem Turm. Hier muss ich aufpassen, sie sind wohl stärker. Vergiftet. Okay. Wir können den Donnerschlag noch nicht ausführen. Ich würde sagen, wir greifen mit dem an und er hier heilt erstmal Maxim. Weil der hat noch die Vergiftung. Okay, diese Skelette sind wohl stärker als ich dachte. Beim nächsten Mal muss er sich heilen. Nein, nicht sterben, Guy. Fuck. Das ist ganz schön knapp. Okay. Du greifst weiter den in der Mitte an, der muss weg. Und du kriegst jetzt erstmal ein Kraftwasser. So. Einer ist schon weg. Diese Skelette sind ziemlich stark. Warum setzt er sein Kraftwasser nicht ein? Achso, okay. Aber es hat nicht viel geheilt. Ich hätte das andere nehmen sollen. Okay. Folgendermaßen. Du setzt einfach deine Zornattacke ein. Yes, einer ist schon weg. Komm schon, Fumi. Ja, gut gemacht. Geil, wurde aufgestuft. Sehr gut. Fumi aufgestuft. Mann, der steigt echt schnell auf. So. Okay, wir müssen wohl gegen die kämpfen. Das sind nur Krabben. Ich denke, die sind nicht sehr schwer. Abgewehrt. Okay, er hat auch seine... Wow, 41 Punkte? Das ist jetzt ganz schlecht. Und wir sind auch noch vergiftet. Okay. Wir können den Donnerschlag nicht einsetzen. Du kriegst dann einfach mal ein Kraftwasser. Wir haben auch noch Fumi auf unserer Seite. Abgewehrt. Bei Fumi machen sie nicht so viel Schaden. Okay, ich werde sie einfach so angreifen müssen. Okay. Armer Fumi. Scheiße, was ist mit Fumi los?
Einer ist weg. Wir müssen noch einen besiegen und dann müssen wir raus aus diesem Tempel. Es bringt einfach nichts weiter vorzudringen, wir sind noch zu schwach. Wir brauchen irgendetwas, was Gift abblockt. Komm schon, Maxim. Sehr gut. Kraftsaft erhalten. Was ist jetzt mit Fumi? Er ist doch nicht für immer besiegt, oder? Nein. Er ist nur aus dem Kampf verschwunden. Okay, da war noch eine Treppe. Wenn wir Glück haben. Yes! Sind jetzt alle wieder am Leben? Nein! Ich kann sie nur damit heilen, ich kann sie damit nicht wiederbeleben. Aber hier kann ich doch beleben, oder? Hallo? Nö. Ach komm schon, Leute, das ist voll unfair. Das muss doch wiederbeleben. Habe ich nichts irgendwie in der Tasche? Nee, davon haben wir nichts mehr. Wir haben einfach keinen Beleber, das ist so scheiße. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute, ciao.